Herzlich willkommen zu einem neuen Interview und heute habe ich den wunderbaren Samuel Hess zu Gast. Herzlich willkommen, Samuel. Moin, geil, dass ich hier bin. Ey, ich freue mich, dich erwischt zu haben. Heute auch so einen entspannten Montag, ne? Und der eine oder andere, der, glaube ich, heute in die Podcast-Folge reinhört oder reinschaut, wird dein Gesicht wahrscheinlich nicht ganz unbekannt sein, wenn man zumindest auf LinkedIn unterwegs ist. Ich habe gesehen, dass du über 20.000 Follower oder Kontakte hast, ne? Immer so ein bisschen im Dunstkreis von Johannes, von Snox mit unterwegs bist. Und ich glaube, wenn man sich ein bisschen in diese Plattform einlässt, dann kommt man an dir nicht dran vorbei. Na, schon gar nicht an einem sympathischen Kommentar von dir. Aber für alle Leute, die vielleicht noch nicht von dir gehört haben, willst du kurz mal erzählen, was ihr bei der Drip Agency hinter den Kulissen tut? Klar, jetzt wollte ich erstmal sagen, ich bin noch nicht so geschmeichelt worden bei einem Podcast-Intro. Also. Hör auf, Robert, hör auf. Aber nee, also danke für das nette Intro, dass ich hier sein darf. Freut mich brutal, vor allem am Montag wie heute. Schönes Wetter bei uns gerade in Mannheim, deshalb richtig, richtig geil. Mega entspannter Talk. Ah nee, für jeden, der mich nicht kennt, ganz plump gesagt, ich bin einer der Gründer von der Drip Agency, also auch wenn ich nach außen immer das meiste abbekomme, ich habe Fabi noch als Mitgründer mit dabei, der auch ein bisschen aktiver gerade wieder wird auf LinkedIn. Insgesamt sind jetzt, glaube ich, lass mich nicht lügen, 14, 15 Leute Vollzeit, die AB-Testing und Experimentation für größere Shops machen, auch Händler, also Marktplätze, Händler. Ja, und das will ich mal sagen, letzten zweieinhalb ich habe es mir angeschaut, wir haben Februar 2020 unseren ersten AB-Test gefahren und jetzt zweieinhalb später sind wir irgendwie bei 1,5 bis 2.000 um den Dreh rum. Ich habe Zählen jetzt irgendwann mal aufgehört. Krass. Ja. Aber kranke Entwicklung auf jeden Fall zum Sehen. Genau, was wir eigentlich machen, also für alle, die es gar nicht wissen, was AB-Testing ist. Erklär mal einem Laien, was das ist, ey. Da bin ich gespannt auf deine Erklärung, ey. Ja. Wollte ich gerade sagen. Also mal ganz einfach zu machen, stellt euch vor, ihr kommt auf einen Online-Shop, Beispiel Amazon, 50% der Leute, die jetzt auf den Shop gehen, sehen zum Beispiel den gelben Standard-Amazon-Button und die anderen 50% würden jetzt zum Beispiel, lass mal annehmen, Amazon geht richtig verrückt und die machen so einen pinken Button jetzt als Kaufbutton, dann sehen 50% den pinken Button und dann müsste man im Prinzip, in welcher Variante haben jetzt mehr Leute gekauft und gibt dann eben die Empfehlung weiter an die Shops oder Händler oder Marktplätze, was auch immer wir optimieren, was die einbauen sollten. Natürlich, in der Praxis ist so gut wie nie, dass man so einen Button-Test macht, sondern geht es dann eher darum, dass man neue Features einbaut, zum Beispiel Größenberater, whatever, also irgendwelche Sachen, die dem Kunden helfen, eine Kaufentscheidung zu fällen. Und das testen wir halt, entwickeln wir stetig weiter. Und klar, zum Schluss sieht man Variante A, Variante B, man sieht, was gewinnt. Aber die eigentliche Arbeit findet wirklich hinter den Kulissen auch statt, wie du es gerade gesagt hast. Und zwar, dass man Nutzerforschung betreibt und probiert zu verstehen, was alles die Einflussfaktoren sind, wenn Leute eine Kaufentscheidung treffen. Ey, ich muss sagen, Samu, du hast mich ja mal irgendwann in eure Welt reingeholt und mir so ein paar Folien gezeigt, ne, also wie ihr auch da rangeht und ich war so, alter Schwede, man sieht immer dieses am Ende, dass man da ein paar Features und ein paar Tests macht und Buttonfarben ändert, aber das psychologische Modell dahinter, also wirklich die Nutzer besser zu verstehen als sie sich selbst wahrscheinlich, da fließt ja eine unglaubliche Intelligenz am Ende rein, ne, das zu verstehen. Und sag mal so, 2 Jahre zurückgespult, ne? Wie seid ihr drauf gekommen auf das Thema? Boah, das ist eine gute Frage, wie wir auf Testing gekommen sind. Lass mich mal ganz weit ausholen. Also ganz ursprünglich, ich spule mal ins Jahr 2018 zurück. Fabi und ich haben uns über einen Schulkumpel kennengelernt. Echt witzig. Fabi und ich waren gar nicht auf der gleichen Schule. Wir haben uns dann abends bei einem Bier zusammengesetzt und damals war noch so die Idee im Raum, dass man auf Amazon irgendwelche Produkte im Großhandel kauft und auf Amazon verkauft. Amazon FBA grad oder was? Exakt, das war die erste Überlegung. Und dann war uns relativ schnell klar, fuck, wir sind beide, oder sind alle zu dritt, ich glaube 17 waren wir damals noch, wir haben keine Kohle, um da mal schnell locker für 10.000, 20.000 Produkte zu kaufen. Dann war es so, ich bin mal dahergekommen und ich habe damals zu der Zeit, Alex Becker, kennt vielleicht der ein oder andere, amerikanischer YouTuber, der hat damals richtig Dampf auf Shopify Dropshipping gemacht, weil der ja sein E-Mail-Tool gehabt hat. Was dann passiert ist, ich habe ihm mal den Vorschlag gesagt, ey, wir könnten ja Dropshippen, ist weniger kapitalintensiv, könnten wir mal austesten. So hat dann unsere E-Commerce-Karriere gestartet. Wir haben wirklich erstmal so Holzarmbänder verkauft, dann irgendwelche Vintage-Rucksäcke. Das gehört auch zu einer guten Karriere, gehört das dazu, habe ich das Gefühl. Ja, das muss man dann mal gemacht haben, ey. Ist so nicht Fake-Herstellungsrucksäcke, aber halt ähnliche vom Style her, nur halt deutlich billiger, also alles mögliche. Wir haben den Shop damals Retro genannt, also alles, wo so Retro-Style war.
Frag mich nicht, warum wir da drauf gekommen sind. Das war so der erste Stopp. Da haben wir dann ein paar, ich weiß es gar nicht, ein bisschen Umsatz gemacht, irgendwas im fünfstelligen Bereich, also noch nicht richtig heftig. Dann haben wir irgendwann Blumentöpfe ein bisschen verkauft. Ist nicht so gut gelaufen. Deswegen haben wir relativ schnell auch wieder gesagt, okay, machen wir doch nicht. Dann war Damenmode kurzzeitig dabei und dann sind wir irgendwann mal bei Jeans hängen geblieben. Haben wir innerhalb von 2-3 Wochen, glaube ich, war es, so knapp 1.500 Jeans verkauft. Im Ernst? Kommt man da nicht immer in dieses Größenproblem rein, dass man irgendwie 1.000 Größen braucht, oder geht das? Wir haben ja einen Hersteller in China gehabt, der alles gehabt hat. Einzige Problem, wir dann gehabt haben nach 3 Wochen, wir haben uns mal angeschaut, wie hoch die Retourenrate ist, dann hat es uns was rückwärts umgehauen, weil wir gesehen haben, was das... Also klar, du hast einen operativ positiven Cashflow, aber wenn du halt das Ding abschaltest und dann mal durchrechnest, was halt unterm Strich nicht profitabel, haben wir gedacht, an sich haben wir schon Bock, das in die Richtung zu machen, aber nicht so und nicht für so einer scheiß Qualität, weil die Hosen waren halt einfach mündere Qualität, muss man leider sagen. Das haben dann bei einem Startup-Event jemanden kennengelernt, der in Portugal Kleidung produziert, haben dann da unsere erste richtige Bestellung aufgegeben. Und dann war es aber so, das war Zeitraum Februar, März 2019. Und dann war es so, dass wir eigentlich, wie sagt man, an dem Punkt waren, dass unsere Eltern gesagt haben, entweder habt ihr irgendwas, wo euch finanziert, oder ihr müsst studieren, und ich waren so beide, wir haben gar keinen Bock aufs Studium, wir brauchen irgendwas, wo komm schon, wir brauchen eine Idee, wo Kohle reinkommt. Exakt, du sagst es. Und da waren wir richtig kreativ nicht. Wir haben einfach eine Webdesign-Agentur gestartet, haben dann für Schreinereien, für eine Schreinerei eine Website gebaut. WordPress, Webflow, alles mögliche zusammengewürfelt, damals uns das Coden dann so ein bisschen selber beigebracht auch. Dann ist da ein bisschen Geld reingekommen, und dann war es irgendwann so, das Ding hat halt Geld gemacht, und dann eigentlich der Knackpunkt, wo das halt auch so die enge Verbindung zu Snox, ich nehme den Podcast auch gerade hier aus dem Büro von Snox auf, wir haben Johannes über LinkedIn kennengelernt. Echt? Habt ihr ihn irgendwie angeschrieben oder euch, oder wie ist es zustande gekommen? Auch wilde Story eigentlich. Also, wir haben damals über einen anderen Kumpel, Tommy Reck, kennst du vielleicht, der hat uns damals gesagt, 2018, fangt auf LinkedIn zum Posten an, das bringt euch sicher Kunden. Viel hat uns nicht gesagt, was wir dann gemacht haben. So aus dem Nichts. wir haben angefangen, einfach über Gott und die Welt zu posten und einfach bei Dingern Kommentare drunter zu hauen. Also nicht irgendwie solche 0815 Kommentare, wie man jetzt leider oft sieht, so ey, geiler Scheiß, sondern halt wirklich, wo wir probiert haben, Content in den Kommentaren zu bringen. Und da war es irgendwann so, Johannes hat einen Post rausgehauen und gefragt, ob jemand gute, was waren das? One-Click-Upsells damals war es. Das musst du überlegen, 2019 hat er sich darüber schon Gedanken gemacht. Im Checkout. Und wir haben damals so ein, zwei Möglichkeiten gewusst, wie du es bei Shopify machen kannst. Und dann besagte Story ist, Johannes ist auf unsere Website gegangen, damals hieß mir noch Rhino Agents, also es war die Webdesign-Agentur Rhino Agents, die ist auf die Website gegangen, hat erstmal gedacht, das ist richtiger Scheiß, was die Jungs machen, ist dann auf unseren Shop gegangen. Da haben wir damals noch eben den Jeans-Shop drin gehabt, die Produktbilder waren mindeste Qualität. Und dann ist er ein Checkout gekommen und dann hat er gesehen, dass wir im Checkout was verändert haben. Das war damals bei Shopify so, wenn du im Checkout was verändert hast, ohne Plus zu haben, war richtig kranker Shit. Darüber sind wir ins Gespräch gekommen, hat Johannes mal gesagt, ey, wir können einen Call machen. Und das war damals, war ich in Griechenland zu der Zeit, das weiß ich noch, hab so die Nachricht von Johannes bekommen, wir callen können. Und ich so, bin innerlich komplett ausgerastet, so ganz dumm gesagt. Oh Gott, hab dann oh Gott, in der jetzt Nacht, wird's ernst, ey. Ja, also wirklich, es war so, glaube ich, das erste richtig wichtige Meeting in meinem Leben. Yeah. Dann habe ich in der Nachtschicht, ich glaube, eine 40- oder 50-seitige PowerPoint-Präsentation, also nicht PowerPoint, im Ernst? Microsoft-Ding gemacht, was ich am Snox-Shop alles anders machen wird, welchen optimieren müsst. Also war der Plan von mir, Termin war eigentlich auch, hat keiner gerne gehabt. Ich habe mir wirklich vor 3-4 Wochen mal die Nachricht nochmal angeschaut. Es war einfach so, ey, können wir quatschen, ich find's interessant. Da muss man sagen, an dem Tag, wo eigentlich der Call gewesen wäre, Johannes war auf der OMR, komplett verkatert, habe ich eine Sprachnachricht von ihm bekommen, dass wir den Call schieben müssen. Dann irgendwann hat der Call ja stattgefunden und dann ich glaube, kannst dir vorstellen, wenn du jemanden eine 50-Seiten-Präsentation hinhaust mit Ideen, die man machen kann. Daraus dann halt eine Zusammenarbeit entstanden. Dann hat uns Johannes mal nach Mannheim eingeladen, also Fabio und ich. Und dann war es so, ja, Johannes gefragt, ey, würdest du an unserer Stelle studieren?
er so, nee, wird er nicht nochmal machen, wenn wir gar keinen Bock drauf haben, sondern wenn wir Bock haben, was anderes zu machen, wird er das machen. Hat uns gesagt, fokussiert euch auf eine Sache und dann sind wir halt so in die Job-Optimierungsrichtung gegangen. Dann hat er irgendwo beim Abendessen auch mal getoppt, also wenn euch nichts zum Wohnen leisten könnt, könnt ihr erstmal im Office bei uns für ein paar Wochen pennen. Aus ein paar Wochen sind dann so 2-3 Monate geworden. Dann sind wir ins Knox-Office wirklich eingezogen. Crazy. Und das war 2. August 2019, das weiß ich noch sehr genau. Sind wir wirklich ins Knox-Office eingezogen. Und ab da hat dann, will ich mal so sagen, Job Agency, das Kapitel begonnen. Und da haben wir angefangen, ey, am Anfang richtig rudimentär. Das war noch keine AB-Test, das waren einfach irgendwelche Sachen live stellen und schauen, was besser performt, ohne dass du wirklich valide Daten gehabt hast. Ja. Und dann, je länger wir es gemacht haben, desto mehr haben wir uns halt mit dem Statistikthema auseinandergesetzt, mit AB-Testing und sind halt richtig krank reingerutscht. Also, das ist so die Gesamtstory von FBA, wie man von der Idee auf FBA startet, zu einer AB-Testing-Agentur kommt. Ganz kurz gefasst. Aber an der Stelle auch nochmal Shoutout an Johannes, weil ich glaube, ohne den Support am Anfang wäre viel nicht möglich gewesen. Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja unglaublich, dass ihr da auch im Office einziehen konntet. Das ist ja mega, dass er euch da sozusagen diese Plattform geboten hat, da irgendwie loszulegen. Na, ja. Ja. Und man muss ja auch sagen, heute, wenn ich so hinter die Kulissen geguckt habe, auch so Fabian, was der da für ein verrücktes Zeug irgendwie macht, ne, das ist ja schon, ich will nicht sagen, dass es ein bisschen wirklich aussah wie Raketenwissenschaft, aber ich würde ja sagen, dass ich nicht komplett auf den Kopf gefallen bin. Aber was du mir da alles gezeigt hast, war ich so, alter Schwede, was? Was macht ihr da hinter den Kulissen? Und vielleicht kannst du das ja so ein bisschen erzählen, auch aus dem Alltag oder so, wie vielleicht das aussieht, ne, wie ihr an so Sachen rangeht, vielleicht auch an neue Kundenprojekte, ne? Weil viele Leute vielleicht wirklich dieses, ja, wir machen ein paar Buttons irgendwie bunt und wir machen ein paar ein neues Feature damit verbinden, aber da steckt ja verdammt viel Intelligenz dahinter. Kannst du mal einem so durchführen, wenn ihr vielleicht einen neuen Shop sozusagen aufnehmt, was ihr dann ganz genau macht? Kann ich machen. Ah, kurzer Spoiler, Fabi macht noch, also das, was ich damals gezeigt habe, ist ja komplett outdated zu dem, was er jetzt gerade baut. Ja, ich will das gar nicht mehr sehen. Da zweifle ich an meiner Intelligenz, wenn ich das, glaube ich, sehe. Ja. Also das, was Fabi gerade macht, da kann ich leider noch nicht so viel öffentlich dazu sagen. Das ist gerade ein bisschen hinter Kulissen noch. Aber alles andere, das, was ich dir auch gezeigt habe, an Testing-Projekte gehen wir immer oder was man grundsätzlich erreichen mag mit Testing, wenn man optimiert, man mag, dass mehr Leute zum Schluss kaufen. Dann stellt sich ja immer die Frage, wenn man optimieren mag, dass mehr Leute kaufen, du musst erstmal verstehen, an welchen Punkten in der Customer Journey kannst du überhaupt optimieren. Und wo kannst du eine Entscheidung beeinflussen. Ja, wo die Hebel sozusagen sind, ne? Ja. Das ist so das Allerwichtigste, wo die meisten Leute leider komplett vergessen, wenn sie über CRO und AB-Testing reden. Weil du musst erstmal deinen Kunden verstehen, bevor du einfach wild drauf losoptimieren kannst. Weil das Dümmste, wo du machen kannst, sage ich auch jedem, du kopierst einfach, also sorry, wenn ich jetzt so sag, man kopiert Knox und denkt, dass alles performt. Das wird nicht funktionieren, weil Knox einfach ein Unterwäschen-Textilunternehmen ist. Wenn du es jetzt einfach auf eine Kosmetik-Brand anwendest, wird es nicht funktionieren. Ja. Oder wenn du es auf irgendwie eine, keine Ahnung, wenn du es auf Apple probierst zu machen, so wird nicht funktionieren. Ja. Und deshalb das allererste, wir probieren zum Verstehen, wie die Leute ticken. Bei uns haben wir, also Fabian und ich sind ja auch nicht die, also darf ich es auch ein bisschen zurückschießen, wir sind nicht so die smartesten Leute, wir haben einfach verdammt geile Leute bei uns auch. Also Beispiel, in die Richtung, wo wir dann gehen, dass wir probieren, die, also den Kunden zu verstehen. Wir haben ein eigenes Psychologiemodell mit Marie, unserer Psychologin, gerade gebaut, wo du im Prinzip versuchst einzuordnen, in welche Richtung, also in welch, was für eine Art Entscheidung ist ein bestimmtes Feature auf dem Shop. Wir haben so ein dreidimensionales Modell, wo du eigentlich auf Ability gehst, also mehr oder weniger die Nutzerfreundlichkeit, wie schwer und wie leicht ist es für Nutzer, was zum Finden, eine Aktion durchzuführen. Dann hast du Attention, wie auffällig sind Elemente und dann hast du Motivation and Emotion. Also wie motiviert ist ein oder wie nah ist an Emotionen dran, dass man ein bestimmtes Ziel erreicht. Das Ganze beruht bei uns eigentlich auf BJ Fogg, das ist ein Psychologe, relativ bekannter. Und das ist eigentlich relativ wirklich brutal simples Modell. Du stellst dir einfach so einen Graphen vor, so eine Kurve, die von ganz, also an der linken Seite hast du eine Kurve, die, jetzt muss ich kurz überlegen, in welche Richtung ich es mache. Mache ich Emotion Ability links. Nach rechts machst du Ability, nach links machst nach oben machst du Emotions. Und mehr oder weniger musst du überlegen, dass so eine Linie, die absteigt. Und je größer die Motivation ist, desto schwerer kann die Ability sein, also wie schwer das Ziel erreicht wird. Also Beispiel, verstehe. Du magst bei der Bahn, du magst von Mannheim nach Berlin im Zug fahren, du musst bei der Deutschen Bahn das Ticket kaufen,
wenn du beim ersten Mal deine Zahlmethoden, wie es leider relativ oft passiert, abgelehnt werden und du was anderes nehmen musst, dann buchst du halt ein zweites oder drittes Mal, bis es durchgeht, weil die Motivation so hoch ist. Nach Berlin fahren zu können. Ja, verstehe. Ja. Wenn hingegen aber die Motivation, also je geringer die Motivation ist, desto leichter muss es auch sein, eine Aktion durchzuführen. Das ist eigentlich so, wenn du überlegst, TikTok, die machen nichts anderes, als drauf zu optimieren, dass du eigentlich nur einen Swipe machen musst. Deswegen sind die auch so erfolgreich. Weil die Motivation eigentlich so gering ist, deinen Finger einmal zu bewegen, aber du bekommst so viel Input und dann swipes halt durch. Also es ist auch so ein bisschen anders umgedreht, ist es eigentlich so Friction, also Hindernisse aus dem Weg zu räumen und es den Leuten wahrscheinlich so leicht wie möglich zu machen, das Richtige wahrscheinlich für sich zu kaufen. Richtig? Ja, exakt, unter anderem. Also Beispiel, wie schwer ist es, eine Farbe auszusuchen, wenn du komplexe Produkte hast, wie schwer ist es da, die Informationen zu finden, zu vergleichen. Ja. Und was wir dann eben probieren, jetzt fängt es an, ein bisschen komplexer zu werden. Du ordnest jedes Feed. Wir sind auch noch, also ich muss sagen, ist bei uns auch eine Model in Progress. Also ich glaube, jeder, der sich mit Modellen und solchen Sachen und Datenbanken auseinandersetzt, es gibt nie eine finale Version. Man mag immer besser werden, als man am Tag davor war. Bestenfalls immer schlauer, ja. Exakt, du kannst, also wir sind großer Freund von dem Motto Less Wrong. Also einfach immer weniger falsch zu sein, weil du kannst nie komplett richtig liegen. Das ist so wissenschaftliches Prinzip eigentlich auch. Something is right until it's proven wrong. Ja. Geil. Dazu gehen wir da auch vor. Und was wir im Prinzip machen, jeder Test, den wir fahren, wird in eine Richtung eingeordnet. Also das kann jetzt Motivation Emotion sein, es kann Ability sein, kann Attention sein. Und da, wo wir eben rauszufinden, welche Art von Tests funktioniert in welcher Branche und funktioniert in welchem Setting. Und dann kannst du halt eben auch optimieren, okay, wenn wir jetzt ein Element haben, wo wir wissen, dass wenn die Leute das sehen, dann kaufen die auch richtig viel, dann gehen wir in die Attention-Richtung und probieren dem Element mehr Attention zu geben. Verstehe. Und dann probierst du, was wir dann halt machen, jeder Test ordnest du ein und probierst dann eben zum Verstehen, was ist jetzt wo wirklich wichtig. Du scorest es, die Folgetests werden neu priorisiert und ich glaube, das, wo ich dir damals auch gezeigt habe, ist unser berühmt-berüchtigtes Priorisierungsmodell. Ja. Für einen Laien kommt es vor, als ob es eine Datenbank mit gefühlt 10 Milliarden Inputs ist. Ja, sah schon danach aus, ja. Und wir probieren uns im Prinzip so viele Datenpunkte wie möglich zu ziehen, dass wir eben Testideen priorisieren. Weil das Problem, wo du bei Online-Shops hast, du hast immer eine knappe Ressource. Und das ist der Traffic. Und Budget natürlich auch. Ja. So, wenn uns jetzt ein Kunde sagt, hier habt ihr 300.000 Euro im Monat, optimiert mal. Dann testen wir dir alles, wo du magst. Ja. Jeden Winkel, selbst das Impressum testen wir. Ja. Ja, so mehr oder weniger, aber du hast ja also knappen Traffic und eben auch knappe also Budgetressourcen. Und es geht ja immer darum, dass du probierst, die Sachen zum Testen, die am meisten Impact haben. Verstehe. Also wir haben mehrere Datenpunkte, man kann sich so vorstellen, es ist einfach brutal viele Datenpunkte, die du ziehst, wo du Anzeichen hast, Kunden, wir haben im Research das gesehen, also Researches bei uns, wir schauen uns Analytics-Daten, quantitativ an, dann aber auch eben qualitative Umfragen, Nutzerbefragungen und so weiter. Und überall, je mehr Anzeichen du hast, das, was relevant für eine Kaufentscheidung ist, ganz einfach gesagt, desto höher wird es priorisiert. Umso mehr ist es ein Test wert. Ja. Ja. Ist das nicht auch gerade, das ist doch eigentlich eine spannende Frage, ist das nicht auch gerade bei einem Start, einer Zusammenarbeit von euch mit euch, sind doch wahrscheinlich so die ersten Tests auch super entscheidend darüber, wie lange Leute bleiben oder nicht, ne? Also da müssen doch wahrscheinlich am ehesten die Schläge sitzen, als wenn man jetzt, keine Ahnung, 2 Jahre schon zusammenarbeitet oder nicht. Du sagst, sprichst mir aus der Seele, ist auch in der Tat eins von unseren größten Challenges als Agentur gerade. Ja. Wir sind ja so Optimierungsprojekte brutal langfristig. Ja. Wir verstehen aber auf die Kundenseite, dass ein Kunde im besten Fall nach dem ersten, zweiten oder dritten Test Ergebnis haben mag. Ja. Das können wir aber nicht garantieren. Also klar, wir können probieren, so viel Research reinzupacken, wie möglich ist. Immer neue Methoden. Also ich bin bei uns, können wir nachher darauf eingehen, ich bin ja bei uns aus der Geschäftsführung auch raus und wieder wirklich im operativen Produkt drin. Mhm. Und das sind so Themen, mit denen ich gerade auch beschäftigt. So, was macht zum Beispiel die Projekte aus, indem wir eine brutal hohe Winrate haben, versus die, wo die Winrate eher gering ist. Weil ich muss ja auch sagen, mein Anspruch ist ja, als Gründer von Drip, ich mag am besten, dass jeder Test gewinnt oder halt die ersten Tests vor allem. Ja. Und das ist aber kriegsentscheidend. Also wenn du, wir haben es leider bei ein, zwei Projekten gehabt, die ersten, also bei den ersten 15 Tests nur 2, 3 gute dabei hast oder nicht, das ist ja eigentlich noch eine gute Rate, wenn du nur einen guten dabei hast aus 15 Tests. Klar, der refinanziert dich dann auf Break-Even übers Jahr gesehen. Ja. Aber es ist für die Kunden keine geile Experience. Und da müssen wir gerade auch optimieren, so jetzt auch mal
vielleicht alle, die auch zukünftig bei uns Kunden werden wollen, so, da optimieren wir ja auch die Experience, so, wenn die Tests am Anfang nicht sitzen, was können wir da machen, was ihnen sonst noch mehr, also Mehrwert liefert. Keine Ahnung, wir machen, wir gehen richtig in Research rein, wir probieren denen Learnings aufzuzeigen, die die halt für Ads theoretisch verwenden können, die die da testen können. Ja. Aber du sagst es also, wenn die ersten Schläge müssen sozusagen sitzen. Ja. Und das wäre ja spannend zu hören, weil ich hätte gedacht, vielleicht kommt man ja so bei raus, dass es so 3 bis 5 Standardtests gibt am Anfang, die irgendwie immer wir sitzen. Aber es ist gut zu hören, dass es wahrscheinlich nicht so ist, richtig? Nee, wir haben es probiert. Ja. Sind mit dem, also ich sag mal so, wir testen bei uns ja auch die Approaches, mit denen wir fahren, was funktioniert, was hält Kunden, was hält Kunden nicht. Also wir sind ja letztes Jahr nicht testen. Aber Standard-Basic-Tests nicht. Aber in welche Richtung wir jetzt eben gerade gehen, ist, wir probieren nach Verticals also zum einen, was macht die Projekte beim intern aus? Also was macht die Projekte aus, die eine hohe Winrate haben? Dann schauen wir uns da die Arbeitsweise von unseren verschiedenen Account-Managern an. Oder eben auch, keine Ahnung, wenn mal Fabi ein geiles Projekt gehabt hat oder ich mal in der Vergangenheit ein geiles Projekt gehabt habe, was haben wir da gemacht, um die Ideen zu bekommen? Also es, und das ist vielleicht auch interessant für alle, die zuhören. All die ganzen Dinge, also wie wir auf Ideen kommen, tracken wir. Wir tracken, welche Art von Research hat welche Idee hervorgebracht. Ach, crazy. Und deshalb sind es eben Daten, wenn du es mal aus, wir haben nicht alle Tests, was auch erst später eingeführt haben, aber wenn du so 700 bis 1100 Tests dürften sein, die getrackt sind wahrscheinlich, dir mal anschaust, dann kannst du auch relativ schnell rausfinden, okay, in dem Vertical oder in der Industrie, wenn wir die Art von Research machen, kommen wir auf gute Testideen. Und das sind jetzt eben so die Dinge, wie bei uns intern die Prozesse dann probieren anzupassen und zum Bauen, dass wir verstehen, was führt wirklich zu erfolgreichen Tests. Weil ich bin kein Fan davon, Best Practices zum Kopieren und whatever oder Best Practice CRO. Ja, da kann man schnell in eine Falle wahrscheinlich tappen, ne? Ja, ja. Dass man also einfach sagt, ich nehme den und let's go. Aber wenn er da nicht trifft, ist scheiße. Exakt. Ja. Also das könnten wir, glaube ich, irgendwann machen, wenn wir jetzt wirklich mal in einem Vertical 100 Shops durchoptimiert haben. Wenn wir zum Beispiel sagen, wir haben jetzt im Textil- und Fashion-Bereich 100 Shops optimiert, dann bin ich mir sicher, kennen wir so alle. In meinem Kopf kannst du so ein Decision Tree vorstellen. So, der erste Step ist, du bist irgendwie inspiriert worden, auf eine Seite zu kommen und dich nach Kleidung umzuschauen. Dann der zweite Step ist, du weißt genau, welches Kleidungsstück du magst oder du magst inspiriert werden. Und dann hast du immer die ganzen Punkte. Die Farbe ist wichtig, gefällt dir die Farbe, gefällt dir der Look, gefällt dir der Stil. Gibt's die passende Größe, ist Versand kostenlos. Dann hast du immer so ein Baumdiagramm, wo von links nach rechts durchgeht bis zum Purchase. Ja. Und ich glaube, wenn wir halt mal 100 Shops haben und da wirklich datengetrieben jetzt vorgegangen sind, identifizieren, was so die Decision Trees sind, dann können wir es rausgeben. Ja. Aber bis dahin ist so wirklich für uns auch den Prozess optimieren zu verstehen, wie kommt man eben auf diese Decision Trees? Wie findest du raus, wo die Kaufentscheidung wirklich getriggert wird? Genau, was der Auslöser sozusagen ist. Aber ihr seid ja extrem explorativ eigentlich am Ende unterwegs sozusagen. Ja? Also selbst sozusagen zu testen, auszuprobieren, zu dokumentieren, all sowas. Das ist verrückt, dass ich so denke, puh, ich denke mir immer so vieles ist so in Amerika schon so erschlossen, dass man gefühlt immer rüber gucken kann nach Amerika und gucken kann, da gibt's doch bestimmt irgendeine AI-Lösung mittlerweile dafür oder so. Aber es scheint ja wirklich relativ neue Disziplin wahrscheinlich auch zu sein, oder? Ich meine, AB-Testing gibt's ja seit, lass mich nicht lügen, 20 Jahren. Und dann sozusagen speziell für Shopify ist es dann wahrscheinlich irgendwie nochmal so aufgekommen oder warum hat man da so wenig gefühlt von gehört? Weil es ein unsexy Thema ist. Also es gibt... Das ist vielleicht die ehrlichste Antwort. Du musst dir überlegen, wer von also klar, jetzt bei Shopify ist es aufgekommen, da muss man auch sagen, dass, glaube ich, Johannes einen großen Teil dazu beigetragen hat, dass der auch alle, also Testen relativ laut rausschreit. Ja. Aber wenn du dir mal die ganzen Großen anschaust, ne, Zalando, HelloFresh, die haben jetzt auch gerade was gemacht, by the way, auch relativ geiles Projekt gewesen. Ich wollte gerade sagen, haben die da Leute sitzen intern, die das machen oder nicht? Man muss sagen, wir haben ein Research-Projekt gemacht, aber HelloFresh, die sind auch sehr, sehr zahlengetrieben. Okay, Aber das ist also halt auch die großen Shops kriegen das immer sozusagen nach und nach mehr auf den Zettel, dass sie da was tun können und tun sollten. Ich meine, fast alles, wo ich will mal sagen, fast alles, wo aus Rocket in Deutschland gegründet worden ist, ist sehr, sehr zahlengetrieben. Okay. Also ob es ein Lieferando ist, ich weiß gar nicht, ob das Rocket draußen entstanden ist oder die mit drin sind bei Lieferando, jetzt bin ich nicht ganz sicher. Aber ein HelloFresh, Zalando, About You, Amazon, Otto zwischenzeitlich auch, muss man sagen, die geben auch richtig Gas im Testen. Das sind alles so Firmen, die testen schon lang, aber
jetzt mal ganz ehrlich, es lässt sich halt nicht geil vermarkten, mit P-Values und irgendwelchen Statistiken rumzuschmeißen und irgendwelchen Sequential Testing Approaches, dass du noch mehr Tests fahren kannst, noch mehr experimentieren kannst. Ja. Zum Schluss ist halt leider das, wo die meisten Gründer und Manager interessiert. Was zahle ich, was bekomme ich? Und nicht, aber halt auch nicht auf so ein 12-Monats-Ding, sondern bei meisten ist dann, was Testing leider angeht, ist so, was zahle ich heute, was bekomme ich nächsten Monat dafür? Und da muss man sagen, ist Testing sehr, sehr schwer. Also Testing musst du eigentlich auf Minimum mal 3 Monate Minimum sehen. Und das ich glaube, das ist wichtig, das sozusagen zu verargumentieren und gleichzeitig aber zu gucken, dass man schnell Ergebnisse liefert, ne? Ja. Ich meine, du müsstest dir halt mal die Frage stellen, was passiert mit deinem Shop, wenn du den nicht weiterentwickelst? Also was passiert, wenn dann, nimm mal an, du hast einen Shop, jetzt gerade einen Shopify-Shop oder keine Ahnung, du bist jetzt gerade Amazon und Amazon entscheidet von heute auf morgen, die nächsten 5 Jahre ändern wir jetzt nichts mehr ab. Glaubst du, dass Amazon in 5 Jahren noch immer der Marktführer für Online-Shopping ist? Unwahrscheinlich, ja. Und das so, also das so das Ding, ob man mag oder nicht, wir leben in einer Welt, wo sich alles immer schneller weiterentwickelt, wenn du halt nicht Teil davon bist. Du hast vielleicht mal kurzfristig Erfolg, weil du genau das Richtige machst. Ja. Aber später, ich finde es bei der bist du Formel 1-Fan? Auf jeden Fall, ja. Gerade aktuelle Saison Mercedes, haben richtig behindert reingestartet. Und wenn du jetzt mal anschaust, wie die Stück für Stück ihr Auto getestet haben, weiterentwickelt haben. Klar, die beeindruckend. Die haben einen scheiß, also man muss sich auch vorstellen, wenn man es auf einen Shop zurückspielt, man hat einen scheiß Shop gehabt am Anfang vom Jahr, man war Welten, also wenn man jetzt zum Beispiel Ferrari und Red Bull als irgendwie Amazon und whatever bezeichnen mag und Netflix, die waren Welten voran, aber was Mercedes halt hat, die haben halt einen guten Prozess, glaube ich, haben sie auch sehr gut öffentlich dargestellt und gezeigt, wir optimieren, wir schauen uns die Daten an und jetzt nicht mal ein halbes Jahr später sind es wieder eins von den Top-3-Teams. Ja. Und das ist genauso wirklich beeindruckend. Das ist ein gutes Beispiel. Ja. Und das auch, wie es in Shops halt ist. Also wenn du heute aufhörst zum Entwickeln, dann bist du übermorgen oder in 2 Jahren überholt. Ja. Das verstehen halt die Leute. Den ROI aufzuzeigen ist halt verdammt schwer. Ja, das stimmt. Stimmt, das ist gar nicht so greifbar, weil der Wettbewerb, der entwickelt sich ja auch stetig weiter, ne? Und irgendwann sieht man nur sinkende Zahlen und denkt sich, Mann, hätte ich mal irgendwie meinen Shop weiterentwickelt, ne? Aber das interessiert mich auch, Samu, das ist ja tatsächlich, Drip Agency ist ja eine unglaubliche Erfolgsgeschichte dann eigentlich, dass ihr in 2, 2,5 Jahren irgendwie auf 15 Leute gewachsen seid. Also das heißt, viele Tests müssen ja gesessen haben in der Vergangenheit, ne? Dass immer mehr Leute sozusagen euch ihr Geld anvertraut haben. Was waren so die Meilensteine da? Wahrscheinlich am Anfang relativ viel am Snock-Shop rumgedoktert und dann nach und nach so die ersten Kunden aufgenommen oder wie habt ihr das gemacht? Also allererster Meilenstein war im Snocks-Office einziehen und mit dem Badeschlappen also, und let's go. 100% war der allererste Meilenstein, also wirklich Gas geben. Dann der zweite Meilenstein, unser allererster AB-Test natürlich, der richtig aufgesetzt war. Ja. Oder ich sag mal so, der zu 80% richtig aufgesetzt war. aus heutiger Sicht wahrscheinlich, ja, gab es da wahrscheinlich noch eine Differenz. Aus heutiger Sicht Bullshit. Ja. Wobei damals schon relativ, ich muss sagen, deutlich besser, also als Average, glaube ich, was Statistik angeht, weil wir da relativ viel Glück gehabt haben, was wir gelesen haben. Ja. Das war erster Meilenstein, also ich überlegen, na gut, dann die nächsten Kunden. Boah, sind halt größere euch so Kunden, zugeflogen, sozusagen, dass die Leute gesagt haben, wir wollen auch das, was ihr da hinter den Kulissen macht. Johannes hat uns auch ein paar Intros gegeben, muss man auch ganz klar sagen. Aber das muss ich halt sagen, also das waren dann so die nächsten Meilensteine über 2020 und 21 einfach namhafte Kunden dazugekommen. Dann würde ich sagen, ab 21 hat es angefangen, so dass wir, ich würde mal sagen, uns schon dahin entwickelt, dass ich sage, dass wir ein richtiges Unternehmen sind, dass wir Prozesse drin haben, dass wir, ich meine, das Ding, wo du auch gesehen hast, das ist ja schon sehr, ist noch immer viel Chaos, also ich glaube, wenn ich sagen würde, dass alles strukturiert und perfekt läuft, würde ich lügen, ist immer überall Chaos, glaube ich, in jedem Unternehmen, das wächst und sich weiterentwickeln mag. Aber es ist jetzt zwischenzeitlich so, dass halt, wir haben stabile Prozesse, das ist der nächste Milestone. Und jetzt würde ich sagen, wie habt ihr das hinbekommen, was ich spannend fände, auch in dem Zusammenhang, wie habt ihr das hinbekommen, eure Account Manager so schnell wie möglich auszubilden? Weil wir wissen ja, dass das ein bisschen Raketenwissenschaft ist, aber wie kriegt man jemanden, der da vielleicht nicht so viele Berührungspunkte hatte, vorher fit in so einem Thema? Sind die ein Weilchen mit euch mitgelaufen oder wie kriegt ihr das hin?
Ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt wenig Sachen, mit denen wir so viel Glück gehabt haben wie unsere ersten Echt? Mitarbeiter. Geil. Also wir haben, was CO-Manager angeht, Ja. wir haben meine Schwester eingestellt, die hat mir ursprünglich bei LinkedIn ein bisschen damals schon geholfen. Das war Ja. 2020, hat die, ich überlegen, ja 2020 müsste es gewesen sein, auf 450-Euro-Basis, einfach mir geholfen, die LinkedIn-Posts zum Schreiben und gegen zum Lesen, weil ich ja doch nicht das beste Deutsch habe. Kann man ja auch so sagen. Ei, bin ich bei dir. Ja. Dann, also meine Schwester hat davor bei Aldi dual studiert und eigentlich die Optimierung auch in den Offline-Filialen gemacht. Also sie hat da sehr, Ja, sehr ach gut Bescheid geil. gewusst, was so Ja. Verkaufspsychologie angeht. Dann haben wir einfach mal unsere ganzen Unterlagen hingeschmissen und gesagt, hier schau es dir mal an, wenn du Bock hast, kannst du bei uns Vollzeit anfangen und Accounts Ja. betreuen. Ist Ja. dann irgendwie auch was geworden. Geil. Und Ja. ist bis heute bei uns. Ich bin super, super dankbar, dass sie bei uns ist. Da auch nochmal Ja. Melina, wenn du es hörst, riesen Shoutout. Bin mega stolz auf dich. Ja. Also wirklich richtig, richtig geile Arbeit, die sie auch leistet. Und dann, ich überlege, das nächste war, wir haben eine Stelle ausgeschrieben gehabt und haben zwei Bewerbungen bekommen. Das eine war Milan, das andere Pascal. Dann waren Fabi und ich so beide Bewerbungsgespräche hintereinander und wir haben uns so gedacht, ey, wen so von beiden sollen wir jetzt nehmen? Sind beide eigentlich Ja. richtig gute Kandidaten. Zum Schluss haben wir Ja. beide genommen. Geil. Pascal hat E-Commerce damals studiert an der, oder der kommt aus Würzburg, hat er E-Commerce studiert, ist Ja. zwischenzeitlich bei uns auch Teamlead, also war richtiger Goldgriff. Und Milan kam von Bräuninger und hat dann aber kein Account Management mehr gemacht, sondern der macht unsere Prozesse zwischenzeitlich, also auch richtig geile Entwicklung. Und dann haben wir über Pascal, muss man sagen, richtig, richtig viel Account Manager bekommen. Also der ist unsere HR-Maschine. Geil, geil. Und da gibt's so ein Ausbildungsprogramm oder wie übernehme ich dann meinen ersten Account? Wie macht ihr das? Da muss ich ganz ehrlich sagen, das liegt bei Fabi und Pascal, wie das gerade läuft. Ja. Ich kann es dir ganz grob sagen, was wir intern alles haben. Also ich war bei den letzten Onboardings jetzt, kommen wir wahrscheinlich nachher auch noch zum Sprechen dazu, warum ich da Ja. nicht anwesend war bei Ja. den Prozessen. Aber wir haben in Notion eigentlich alles dokumentiert bei uns. Ach, Also wirklich sehr, geil. sehr von unserem grundsätzlichen Approach, wie wir CO, also wir AB-Testing und Conversion Optimization sehen, was uns wichtig Ja. ist. Dann natürlich die ganzen Tutorials. So, wir haben, ach stimmt, das hat Pascal jetzt gerade gemacht, so ein knapp 100-seitiges Google Slide, wo alles drin Ja. steht. Geil. So ein Das führendes heißt jetzt, Dokument sozusagen. ja, Die also wirklich gesamte der Drip ganze, Agency auf 100 Folien. Ja. könnte man so sagen, dass wirklich der ganze Wertschöpfungsprozess bei uns wieder abläuft. Geil. Ohne, jetzt muss ich sagen, das ist nur die operative Wertschöpfungskette. Da ist jetzt an Research-Arten noch gar nichts dabei. Also da sind wir gerade auch dabei, das drauf Ah, aufzubauen. okay. Aber Ja. dann ist es mehr oder weniger so ein Shadowing-Prinzip. Also wenn jemand neu dazukommt, dann ist der erstmal im Hintergrund dabei, kommt in Meetings Ja. mit, bekommt Aufgaben, die gut sind, um reinzukommen, um mit Analytics zu lernen, umzugehen, um zu lernen mit qualitativen Tools wie Hotjar, Content Square, Python Ja. und so weiter umzugehen. Und dann geht es halt immer mehr. Meist machen wir so, dass dann ein Projekt, wo schon bestehend ist, der mit reinkommt. Ah, Und dann okay. übergeht es halt irgendwann. Also dann Ja. immer so aufbauend, aber man könnte wahrscheinlich sagen, es ist ein Ausbildungsprogramm, aber es ist ein sehr unstrukturiertes und einfach Hey, mal machen Learning Ausbildungsprogramm. by doing ist die Überschrift, ne? Ich glaube, das ist immer noch die beste Möglichkeit, um das schnellstmöglich irgendwie zu lernen, ne? Was ich noch ganz spannend fand, ist, dass ich das erinnere, als wir das, glaube ich, Weilchen hergesprochen haben, dass ihr auch irgendwann euer Zahlungsmodell irgendwie einen anderen Schlüssel gefunden habt. Kannst du darüber sprechen, was ihr da geändert habt? Erinnerst du das Zahlungsmodell, noch? Dass ihr nee, da muss sozusagen ich kurz abholen. irgendwie die Abrechnungsform sozusagen, dass ihr früher irgendwie anders abgerechnet habt. Ich weiß gar nicht, ob das ihr einen Retainer hattet oder so einen monatlichen, Ja, na, und dann ja huiuiui, aber hör mir irgendwie einen auf. anderen Schlüssel gefunden habt, ne? Ich würde über ganz genau Preisdetails ungern sprechen, dass man sich Leute bei Nee, uns genau, melden, weil da muss man da sich bin ich immer vollkommen bei dir. also da Ja. müsst ihr immer abchecken, wie es von Kunde zu Kunde ist. Ja. Ganz, ganz früher hatten wir fixe monatliche Retainer. Ohne, ich sage jetzt explizit Und ohne. teste, was wolle, oder was war das Motto? Ja. Jetzt kommt's, wir haben einen fixen Retainer gehabt, ohne ein Testlimit. Was dann irgendwann dazu geführt hat, dass Ja. Kunden halt uns dazu missbraucht haben oder probiert haben zu missbrauchen.
dass wir einen Shop für die entwickeln. Diesen Monat sehe ich schon mal 50 Tests. Ja. So extrem war es nicht, aber wir haben halt schon gemerkt, dass dann halt da mehr kommt. Und dann, wenn du mal mehr sagst, ey, wir wollen jetzt mehr Tests machen, wir brauchen mehr Budget. Nee, ihr bekommt doch so viel, damit könnt ihr jetzt arbeiten. Und dann ist halt auch irgendwas, wo du denkst, ey, sorry, aber ist halt nicht so, dass wir auch keine Kosten haben. So musst du ja die ganzen Tests entwickeln lassen, QA'en lassen. Ja. Wir entwickeln uns weiter, wir wollen die bessere Qualität machen. Und jetzt haben wir zwischenzeitlich einen Schlüssel pro Test. Also je nachdem, wie aufwendig ein Projekt ist, sind die Fixbeträge pro Projekt unterschiedlich pro Test. Also muss man mit einberechnen, wie viel Beratungsleistung ist dabei und so weiter. Aber das ist auch wirklich auch der fairste Schlüssel auch für den Kunden gegenüber, ne? Weil er sagen kann, ey, testet drauf los, ne? Und ich nehme bei 5 Tests oder 10 Tests. Ne? Das macht doch einen großen Unterschied. 100 pro. Wir haben auch teilweise jetzt schon Projekte gehabt mit variabler Vergütung. Schweres Modell, sage ich, wie es ist. Es gibt Zeiten, da macht es uns richtig, also das ist Modell für uns ultra geil. Ja. Dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo es dann für den Kunden ultra geil ist, wenn man selber was Schlechtes ausverhandelt hat. Und da muss ich jetzt sagen, kann schon gut funktionieren, variable Modelle. Ich bin natürlich der größte Fan davon. Ja. Weil meistens, also es gibt zwei Szenarien, die passieren. Szenario Nummer 1, du arbeitest als Agentur für 3 Monate für nix gefühlt und dann, wenn es einmal funktioniert, dann hast du einen Kunden direkt bei dir und sagst, ey, das Provisionsmodell hätten wir uns doch ein bisschen anders vorgestellt, weil so viel wollen wir jetzt doch nicht zahlen. Was ja auch da oftmals verständlich ist, also wenn du halt eine 6-stellige Rechnung bekommst oder mittelsechsstellig auch teilweise, da brauchst du dich nicht, also ist klar, dass ein Kunde da auf dich kommt, weil aus E-Commerce-Sicht Liquidität ist das Wichtigste. Ja. Aber so ist es, also deshalb uns immer am liebsten, dass du einen Fixpreis, also wirklich einen Fixpreis pro Test hast, dann halt noch, wenn was deutlich aufwendiger wird, dann rechnest du auch mehr ab, ist ja einfach transparente Kommunikation mit Kunden da, weil dumm gesagt, wenn du jetzt halt einen Test 200 Stunden entwickelst, so, das muss auch jemand bezahlen, wenn es unbedingt getestet werden soll. Ey, was ich aber krass fand, zum einen auch diese Gedanke irgendwie in diesen Test zu denken sozusagen. Ich glaube, damals hast du gesagt, so bis 2030 wollen wir so und so viele Tests sozusagen umgesetzt haben. Und ich habe wie viele sind es? 20, 30, 100.000 Tests under Management. Holy shit. Ja, also, weil das Coole ist, das alignt ja so eine ganze Organisation, ne? Das Preismodell sozusagen stimmt, das Zahlungsmodell stimmt. Ihr müsst intern gucken, wie ihr die sozusagen umgesetzt bekommt, skaliert bekommt, die Mitarbeiter fit gemacht bekommt. Und das fände ich super charmant, seine gesamte Organisation an einer so einer Erfolgskennzahl auszurichten, ne? Also, ich glaube, da ist euch wirklich ein Geniestreich gelungen, ja, weil es einen ja auch bis 2030 ohne Probleme ziehen wird, ne? 100 Pro, wir sind da nur in der internen Kommunikation noch ziemlich scheiße drin, was das angeht. Ey, wer hat die Baustellen nicht? Ich glaube, der würde lügen, ja, wenn irgendjemand sagen würde, dass er das alles irgendwie durchschaut hat. Ja, ich glaube, Prozess. Zwingt uns dazu, dass wir auch langfristig sehr kreativ werden, was wir alles, also was sind dann diese 100.000 Tests? Weil die Frage ist, ob wir 100.000 Tests selber durchführen, ob wir ein Tool bauen, ob wir ein Tool haben, das alles monitort, whatever. Da muss ja auch ehrlich sein, du musst mal überlegen, 100.000 Tests im Jahr bedeutet, jetzt muss ich mir kurz runterrechnen. Was habt ihr denn heute so pro Jahr? Sind das Zahlen, die du nennen kannst, oder ist das was Geheimes? Also die Zahlen, was wir dieses Jahr bisher haben, kann ich ja nicht auswendig sagen. Also wir haben ein Jahresziel, was wir erreichen wollen. Ja, verstehe. Also 100.000 Tests wären 273 Tests jeden Tag, die live gehen müssen. Boah! Es hört sich auf jeden Fall viel an. Ja. Aber ist schaffbar. Ich wollte gerade sagen, die Einstellung wollte ich hören. Na, ist machbar. Let's go. Und diese Abwägung finde ich aber auch ganz charmant. So macht man das mit einem Tool, redet man über eine Software. Wie macht man es am Ende? Weil man, wenn man diese Zahl nennt, dann wird man ja auch kreativ. Wie bekommt man das am Ende hin? Ne? Was sind die Möglichkeiten, also für, die man bekommen kann? Ja. Vielleicht, dass man da auch versteht, an was wir eigentlich arbeiten. Also unsere Vision ist eigentlich, dass wir verstehen, wie das menschliche Gehirn tickt. Wir wollen verstehen, wie werden Entscheidungen getroffen. Und dann ist halt der einfachste rationale Weg, das rauszufinden. Du hast 100.000 kontrollierte Tests, wo du 100.000 verschiedene Entscheidungen vom Gehirn misst. Boah. Ey, da könnte ja wirklich so ein Buch draus entstehen. So funktionieren Kaufentscheidungen im E-Commerce, ne, auf ein paar Seiten zusammengefasst. Vielleicht kommt's irgendwann. Wer weiß, vielleicht schreiben wir auch schon dran. Ich weiß nicht, ob du die Serie Westworld mal gesehen hast. Nee.
Tatsächlich absolute Empfehlung, die erste Staffel vor allem, ne? Das ist so ein Westernpark, ist, keine Ahnung, gigantisch groß, ne? Und es sind halt Roboter da und du kannst halt machen, was du willst. Ist so ein bisschen wie GTA, ne? Du kannst sozusagen dich austoben, kannst schießen, kannst morden, kannst alles machen und die Roboter können dich nicht töten, insofern ist alles cool. Aber am Ende der Serie kommt halt dieser Moment, wo der menschliche Algorithmus, also das menschliche Verhalten, in wirklich ein so ein Buch zusammengefasst ist, ne? Und diese Serie fand ich so erschreckend, weil A, dieser Freizeitpark gefühlt jetzt nicht mehr 10 Jahre entfernt ist, ne? Also ich glaube, ich kann mir das ohne Probleme vorstellen, dass der kommen wird und du nicht mehr unterscheiden kannst, ob es Mensch oder Roboter ist, ne? Also gib dem vielleicht 20 Jahre. Und dieser Gedanke, dass das menschliche Verhalten wirklich auf ein paar Seiten zusammengefasst werden kann, wäre schon irgendwie ein bisschen beängstigend, ne? Aber das ist ja wirklich das, woran ihr wirklich auch relativ kräftig dann wahrscheinlich arbeitet, ne? Ja, also ich sag mal, so ein paar Seiten wird's, glaube ich, also so komplex, wie es menschlich Gehirn ist. Lass es ein paar tausend Seiten sein, aber überhaupt diese Logik hinzukommen, wir können jede Sache sozusagen verstehen, ist ja verrückt, ne? Wir hoffen mal, dass zumindest ein paar tausend Seiten wären um das menschliche Gehirn. Aber das finde ich crazy, weil man wirklich, ich glaube, an der Oberfläche, keine Ahnung, gucke ich in dein LinkedIn-Content und sehe immer diese Vergleiche, was ihr im Geschopp geändert habt. Und wenn man dann, glaube ich, Samuel und Fabian irgendwie kennenlernt, denkt man sich so, holy shit, die sind ja auf einer ganz anderen Mission irgendwie unterwegs, ne? Aber am Ende ist es ja wirklich menschliches Verhalten zu verstehen und auch was Kaufentscheidungen beeinflusst. All solche Sachen, das ist ja wirklich was man am Ende wirklich runterbrechen kann und verstehen kann, was sind die großen Erfolgsfaktoren und was nicht. No. Ja. Nichtsdestotrotz war das ja ein ganz schöner Sprint wahrscheinlich die letzten 3 Jahren. Na? Und wo viel Erfolg ist, ist natürlich auch immer so ein bisschen Schatten. Und tatsächlich war ich selbst erschrocken, als ich über den Post von dir gestolpert bin, dass der liebe Samu in ein Burnout geschlittert ist. Na, das war ja mal etwas, was ich mir irgendwie selbst nicht vorstellen konnte, dass es Leuten irgendwie passiert. Und das von dir zu lesen war umso erschreckender irgendwie, ne? Was da passiert und auch gerade, wie viel Überwindung und Mut hat es auch irgendwie gehört, darüber zu sprechen? Und was hat sich auch irgendwie in deinem Alltag irgendwie geändert? Einiges. Also erst, was ich auch sagen muss, ich hätte nie gedacht, dass es mich oder dass ein Mensch so aus dem Leben schießen kann. Jetzt mal ganz dumm gesagt, ich habe auch lange mir immer gedacht, ey, was haben die alle mit ihrem Burnout? Die sagen alle, ich soll aufpassen, dass ich keinen bekomme. Ich soll weniger machen, ich soll mir mehr Urlaub nehmen und so weiter. Bis ich dann mal, also die ersten Anzeichen mit meinem Burnout war, also ich habe brutal körperliche Anzeichen leider gehabt. Ich habe so über 6-7 Monate. Ja. Also ich habe 6-7 Monate, also muss ich auch mal sagen, es ist dumm, dass ich so lange auch ignoriert habe, 6-7 Monate lang jeden Tag 3-5 Mal Nasen, also starkes Nasenbluten gehabt, nicht so ein bisschen, hier tropft's mal, sondern wirklich dann so 3-4 Minuten, wo die beiden, also dann auch so typisch ich, unterm Arbeiten die beiden Nasen wird zustopfen mit Tempos, dass ich und auch weitermachen. Die runter. Ja. Ja, Solche Sachen und dann, wo es richtig, richtig extrem geworden ist, war Anfang April. Ich habe dann zum Beispiel überlegen, Anfang März bis Anfang April jeden Morgen nach dem Aufstehen eigentlich kotzen müssen direkt, wenn ich den Kalender geschaut habe, Panikattacken bekommen und auch kotzen müssen. Also wirklich körperlich sehr, sehr scheiße gegangen. Was war denn dein Gedankenansatz, was das ist? Du kannst ja nicht schwanger oder so gewesen sein, wo man Übelkeit kennt. Was hast du? Du musst dir das ja noch irgendwie verargumentiert haben, warum du jeden Tag das hast. Irgendwie ein Virus oder so. Es gab kein Argument. Es gab einfach, mir ist gerade schlecht, ich muss kotzen. Nach dem Kotzen wird es ja besser, ich mach weiter. Also. Holy shit. Ja. Es hört sich jetzt richtig. Also, ich weiß, im Nachhinein denkt man sich, das kann man doch eigentlich nicht ignorieren. Ja. Aber also, wenn du im Zeitmoment drin bist, dann denkst du halt, ach fuck, ja, ich habe jetzt. Ist zu leicht gesagt. Ja, ich bin da bei dir. Ja. Du denkst halt, ach fuck, ich habe in 15 Minuten einen Termin, mir ist gerade so schlecht, ich kotze kurz, dann hoffe ich, dass mir besser geht. So war krass. Da das Mindset. Krass. Hat so gut wie niemand mitbekommen auch, muss ich sagen. Und dann, wo es extrem war, ich war dann bei den Eltern in der Heimat, da auf unseren Hund aufgepasst. Da bin ich mal 8 Stunden vor dem Laptop gesessen, habe einfach nur draufgeschaut, habe nicht mehr denken können, weil ich so brutal Kopfweh gehabt habe. Da habe ich mir gedacht, okay, jetzt stimmt gerade irgendwas vorne und hinten nicht, weil ich funktioniere gerade nicht mehr. So mein Körper sagt mir gerade einfach, wenn ich vor dem Laptop sitze, stopp. Krass. So jede. Ey, da kannst du ja echt froh sein, da heute wieder so lächeln und strahlen zu können, gefühlt. Ja also krass. Das muss man auch sagen. Da hast du keinen Bock mehr auf dein Leben, wenn du morgens aufstehst, kotzt, wenn du vor deinem Laptop sitzt und Kopfweh, also das muss man auch sagen, so dieses Kopf, Fabi,
Hat es auch mal gehabt, so Kopfweh, so ich habe mir nicht vorstellen können, dass es sowas gibt, bis du mal selber hast. Ja. Hast du ein Kopfweh, das schleicht sich ein, erst so ganz leicht, immer wieder mal. Und irgendwann ist es so stark, dass jedes Mal, wenn du zum Arbeiten anfangen magst, geht halt nicht mehr. Krass. So, da sagt dein Körper einfach, jetzt hör auf damit. So, du, dann irgendwann hast du auch keinen Bock mehr YouTube, also kein YouTube mehr schauen, Bock, du hast nicht mehr Bock Netflix zum Schauen, du hast keinen Bock mehr morgens aufzustehen. Ja, und dann habe ich mir so mehr oder weniger Reißleine gezogen, kurze Slack-Nachricht ans Team, weil ich meine, so, die haben ja auch schon einen Tick, ich weiß nicht, wie viel Kilo ich abgenommen habe, von letztes Jahr September bis dieses Jahr März, da dürfen gute 10, 11 Kilo gewesen sein, die ich verloren habe, weil ich auch keinen Sport mehr gemacht habe, schlechte Ernährung. Und die hat's ja auch, also ich glaube, mir hat es mir körperlich schon angesehen, dass ich da Augenringe des Todes gehabt habe, nicht gut ausgeschaut habe, K.O. des Todes war. Slack-Nachricht geschrieben, Laptop zu, Psychologin Termin klar gemacht und dann erstmal, ich glaube, ich war 8 oder wenn nicht sogar noch länger, komplett raus, hab nichts gemacht. Krass. Und war es dann spürbar auch wieder, ging es dann Schritt für Schritt irgendwie besser? Oder? Ich meine, es ist ja noch immer auch, also ich habe jetzt Fun Fact direkt vor dem Podcast, gerade meine letzte Session, also nicht letzte, sondern gerade eine Therapie-Session davor gehabt. Oder wie auch immer man es nennen mag, es wird noch ewig gehen, also ewig gehen, bis du wieder auf normales Level kommst, weil du kommst ja auf. Naja, das normale Level in Anführungszeichen hatte ich ja dahin gebracht. Ne? Insofern muss sie eigentlich heute ganz anders arbeiten, dass das nicht wieder passiert, richtig? Mach ich auch auf jeden Fall, aber du lernst ja, ich sag mal, so in der Therapie auch so viel über dich. Ich weiß nicht, ob ich Therapie sagen würde, weil ich glaube, wird eigentlich fast jedem Menschen gut tun, mal zu einer Psychologin gehen und sich da 10, 11 Sitzungen zu nehmen, weil du lernst so viel über dein Verhalten. Ich habe das kennen. Auch schon mehrmals gemacht und war jedes Mal super positiv da überrascht und wundert mich, dass das eh in Deutschland so ein bisschen, keine Ahnung, dass das so eine Konnotation hat, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß ist irgendwie, ne? Ja. Ist traurig, also aber nee, das ist auf jeden Fall ein laufender Prozess und ich würde jetzt auch lügen, wenn ich sagen würde, dass mir jetzt wieder Bombe geht. So, ey, ich habe auch immer teilweise gerade Tage, wo ich mir denke, ey, ich habe heute auf nix Bock. Aber klar, dann weiß ich jetzt ein bisschen besser, was ich mache. So, ich merke auch, wenn ich zu viel arbeite, ich bekomme direkt Kopfweh, dann heißt es für mich Laptop, scheißegal, was gerade ist, ob ich in einem Meeting sitze, whatever, Laptop zu und ich bin weg, weil die Gesundheit ist mir wichtiger. Ich habe einige Änderungen vorgenommen. Also erste Änderung, ich glaube, die gravierendste, die vielleicht ein paar mitbekommen haben, ich bin komplett aus der Geschäftsführung rausgegangen. Ich bin wieder ins operative Produkt reingegangen. Also was man ja auch sagen muss, wenn du so eine Agentur gründest, du fängst damit an, oder wir haben damit angefangen, weil wir Bock gehabt haben, Konsumverhalten zum Verstehen. Ja. So, ich habe Bock daran zu arbeiten, zu Datenbanken, wie ich dir auch gezeigt habe, zum zeigen, was wir da machen. Ich habe keinen Bock drauf, mich um diesen ganzen Bums drumherum zu kümmern, der dazugehört. Ja, ich stimmt, man kein, rutscht dann schnell in so ein Management-Shit rein, ne, für den man nie angefangen hat, eigentlich das zu machen. Ne? Und dem auch nicht gut ist, kann ich auch ganz offen und ehrlich sagen, so, ich bin vielleicht guter Gründer, ich bin kein guter Manager. So, das sind ja auch zwei... Und ich glaube, muss ich auch von mir nicht erwarten, dass ich guter Manager bin, woher auch. Ich habe Abitur gemacht, danach direkt gegründet. Und wenn es Rad zu groß wird für einen selber, sollte man vielleicht Stützräder sich dazu holen. Sag ich mal so. Hey, ich bin da vollkommen bei dir. Die Einsicht hatte ich auch irgendwann, dass ich ein ganz schlechter Manager bin. Na, also, bin ich vollkommen bei dir. Ja. Und der Tag hat auch nur 24 Stunden. Also deshalb eine Sache, die ich auch jedem empfehlen kann, so macht. Ich muss auch sagen, das ist auch wieder, wo ich sehr, sehr viel zu Gary Vee gefunden habe. Fun Fact. Gary Vee war der Typ, der mich ursprünglich mal dazu gerafft hat, mich zu motivieren zum Gründen. Ne? Aber jetzt Fun Fact und dann Burnout, der, wo der eigentlich auch wieder zeigt, ey, eigentlich mach den Bums, auf den du Bock hast, so alles andere kommt, dann ist Geld, klar, ist nicht scheißegal, Geld löst schon Probleme. Aber ob du jetzt als, keine Ahnung, ob du 1,5 Millionen, 2 Millionen, ob du jetzt 10 machst, ob du 20, 30 machst, juckt keinen Schwein. Das macht keinen Unterschied mehr. So, es macht ja auch persönlich keinen Unterschied. Und das sind so Sachen, wo ich gelernt habe. So, ich habe Spaß dran, geile Testkonzepte zu machen. Ich habe Spaß dran, mich in Sachen reinzudenken, wie können wir jetzt Konsumverhalten noch besser verstehen. So, ich habe Bock drauf, Vorträge zu geben. Ich habe keinen Bock, mich um die ganze Buchhaltungsscheiße zu kümmern. Keinen Bock um HR, um Controlling. Ja. Um diesen ganzen Stuff zu machen, das sind alles wichtige Themen, die brutal wichtig sind. Controlling liegt mir noch am nächsten am Herzen. So, ich mag einfach, dass es gut läuft und du weißt, dass es gut läuft. Aber ich habe Spaß dran, Produkte zu bauen und Shops umzubauen auf das, wo ich dann stolz bin. Und das war mir das größte Learning und, glaube ich, größte Änderung. So, deshalb, wir haben jetzt, glaube ich,
lass mich nicht lügen, 1,5 Monate gebraucht, bis die Podcast-Aufnahme zustande gekommen ist. Ich habe ein Call-Limit von 3 externen Calls pro Tag. Mehr gibt's bei mir nicht. Ich habe ein Call-Limit von insgesamt 5 Calls pro Tag. Mehr Calls gibt's einfach nicht. So, das ist meine Zeit, mehr mag ich mir nicht antun, weil sonst ist meine Produktivität in allen Bereichen, in denen ich gut bin, so derart gemindert. Ich fand das so spannend, weil gerade als ich in Süddeutschland habe ich für eine Tochterfirma von Wirt gearbeitet und bei denen jetzt nicht konkret, aber zum Beispiel bei Porsche oder so gab sowas, dass du um 16 Uhr gefühlt den Stift fallen lassen musst, ansonsten hast du von dem Betriebsrat irgendwie auf die Finger gehauen bekommen. Ja? Und dann bin ich aber zu einer Unternehmensberatung gegangen, wo es irgendwie gängig war, auch teilweise bis 10 Uhr zu arbeiten. Ja? Und dann meinte ein Kumpel halt so, ja, kann man machen, aber dadurch, dass wir nur bis 16 Uhr Zeit haben, sind wir halt viel effizienter in dem Shit, den wir tun. Ne? Und ich habe so viel Wahrheit da drin gefunden, ne? Weil teilweise habe ich mich wirklich um 9 Uhr in irgendwelchen sinnlosen Meetings sitzen sehen abends und dachte mir, was machen wir noch? Ne? Das hätte man viel effizienter alles gestalten können. Und insofern sind diese Regeln, die du da gemacht hast, eigentlich echt Gold wert, weil du sagst, ey, das sind die 3 externen Calls, das sind die 2 internen Calls, mehr gibt's nicht, ansonsten sehen wir uns nächste Woche fertig. Ne? Ey, ich glaube, das Beste, was man machen kann, weil man dann ja auch jeden Tag überlegt, was ist heute wirklich wichtig und was nicht. Ne? Ja, und das auch so. Also ich habe wirklich in Anführungszeichen jetzt nur noch eine 45-50 Stunden Woche. Was ja noch immer noch für viele verdammt viel ist. Ja. Ja, aber ich sag mal, zu dem Pensum, wo es davor war, 80, 90 Stunden, teilweise 100, was ja gar nicht gesund ist. Samu sucht den Hobby. Jetzt aber auch so. Bin ich deutlich weniger effizient? Ja. Nee. So genau wie du es gerade auch gesagt hast. Ich schaffe jetzt halt in der Zeit, in der die ich habe. Ich muss alles schaffen. So, ich habe gar keine andere Wahl. Ja. Und man überlegt vielleicht auch noch ein zweites Mal, was macht wirklich heute den Unterschied und was nicht. Ja. Also ich habe auch immer das Gefühl, ich habe dann so Aufgaben, ja, die könnte man machen, aber die machen auch gefühlt gar keinen Unterschied. Aber ich muss ja irgendwie meine Arbeitszeit auch so ein bisschen füllen. Und dann gibt es so 1-2 Sachen, die wirklich den Unterschied machen. Und vielleicht müsste man so ehrlich auch zu sich selbst sein, wenn man die erledigt halt an dem Tag, dann, keine Ahnung, kann man tief durchatmen und was man dann noch macht, macht man dann noch. Aber ich habe das Gefühl, man ist so besessen, da irgendwie alle durchgetaktet und irgendwas haue ich mir noch rein. Ich glaube, viele erlauben und ich selbst gehört auch dazu, erlauben sich diese Freizeit irgendwie so gar nicht, ne? Und dann einfach mal, keine Ahnung, sei es auch um 15 Uhr rauszugehen, ins Café sich zu setzen und entspannt zu sein, ne? Da hätte ich heute, würde ich noch Schnappatmung bekommen, ne? Wenn ich das machen würde. Weil die, also, das eine Sache, ich meinem Dad nie geglaubt, Pausen sind wichtig, um gute Arbeit zu leisten. Ich wollte es nie glauben, jetzt habe ich es selber auf die harte Art und Weise erfahren müssen. Ja. Stimmt halt einfach, also dein Kopf. Der Kopf braucht halt auch einfach diese Ruhephasen, wo die ganzen Sachen verarbeitet werden. Dass du auch wieder auf hohem Level performen kannst. Und ich sehe es zwischenzeitlich auch so, ich probiere, ich sehe jeden Lebensbereich, Familie, Freunde, Beziehung, Arbeit, Karriere, Finanzen und so, ist immer eine Säule für mich. Mhm. Und die müssen halt alle auf stabilen Dingen sitzen. Also dumm gesagt, wenn in der Arbeit, ich sag mal so, mich hat's dann richtig nach unten gehauen, weil ich keine Säule mehr, also Säulen außer Arbeit gehabt hat. Und wenn der Arbeit dich dann irgendwas abfuckt, fuckt dich irgendwas noch mehr ab, dann geht's noch weiter runter. Und du hast nichts, wo dich da rauszieht oder den Fall ein bisschen abfängt, sondern du krachst halt, keine Ahnung, stell dir mal vor, das ist die Akropolis, das Dach ist die mentale Gesundheit. Wenn du jetzt eine Säule hast, kracht dir ein, dann haut's das Dach richtig runter. Wenn du jetzt irgendwie 8 Säulen hast, eine fällt weg. Ja, ist vielleicht ein bisschen wackelig, aber du kommst trotzdem. Du kannst die Säule wieder aufbauen. Das glaube ich, wo viele nicht verstehen, dass so das oder aber auch leider, glaube ich, ein bisschen lächerlich gemacht wird in unserer heutigen Welt. Da geht es nur um Leistung und Druck. Aber halt alles andere drumherum brauchst du, um auf hohem Level performen zu können. Auf jeden Fall. Ich habe irgendwann mal bei Bad Banks, einer Serie, hat irgendwie eine Fondsmanagerin gesagt, irgendwie Entspannung gehört zur Professionalität dazu. Na? Und ich hatte das Gefühl, dieses Zitat trifft es so auf den Punkt, ne, dass ich dachte, ey, da kann man sich, glaube ich, noch eine Scheibe abschneiden. Ne? Ja, ey, vielleicht letztes Kapitel, so vielleicht noch 10 Minuten. Samu, was habt ihr gemacht für die Drip Agency, um eure Kunden sozusagen auch heute so zu gewinnen? Ne? Gerade habe ich gehört, du bist auch unter die Podcaster gegangen. Ne? An dieser Stelle kannst du natürlich gerne Promo für euren Podcast machen. Ansonsten habe ich gehört, vor 3 Jahren schon sehr früh auf LinkedIn unterwegs gewesen, Content geteilt.
Was waren so, wie kommt ihr heute an? Es sind ja keine unnamhaften Unternehmen mehr, die bei euch auf der Matte stehen, ne? Wie kommt ihr an die Leute? Ist das alles inbound oder seid ihr auf Messen oder was macht ihr? Ja, ich wollte gerade sagen, da muss doch ein richtiges Modell daraus entstanden sein. Also einfach das Motto auf den Arm tätowieren lassen, löst alle Probleme. Seitdem rennen mir die Leute die Bude ein, der lebt es. Nee, also wir sind ja sehr konstant auf LinkedIn-Seite, wie du, glaube ich, sagst. Es dürfte jetzt schon länger als 3 Jahre sein. Wir haben 2018 angefangen. Im Herbst habe ich angefangen. War da schon überhaupt jemand unterwegs auf der Plattform? Da muss ja noch irgendwie Geisterstadt gewesen sein, oder? Da war Geisterstadt auch noch. Also ihr könnt, es kann sich auch jeder gerne mal die allerersten 2 Videos von mir anschauen. Oh, das sind manchmal. Ja so grottenpeinlich, aber das ist wirklich, ist das halt kannst du später anfängt, kannst du einen Trailer packen später und sagen, so habe ich angefangen. Ja. Das waren so die Anfänge und dann lass mal überlegen. LinkedIn ist eine, wobei wir jetzt auch merken, dass du halt irgendwann dann schon so das Cap-Limit erreichst, was halt über LinkedIn möglich ist, weil klar, wir sind jetzt omnipräsent auf LinkedIn. Wenn jemand AB-Testing denkt auf LinkedIn, dann denken die bei uns nach. Euch. Ja. Aber muss halt auch sagen, Das Inbound-Geschäft muss wahrscheinlich auch genug gewesen sein, ne? Und nee, nicht wirklich. Wir haben die Anspruch schon auch immer zum Wachsen. Das Problem bei Inbound, wo du hast sehr, sehr lange stille Mitleser und du kannst nicht identifizieren. Ah, verstehe. Ja. Beispiel, du magst große Accounts, wenn du an DAX-Konzerne oder auch größere KMUs dran magst. So LinkedIn allein hilft da nicht. Also wir fangen jetzt, das ist auch für uns gerade die größte Challenge in der Tat, unsere 100.000 Tests zu erreichen, sag ich mal so. Ja. Wie schaffen wir es halt zusätzlich zu auch noch Inbound über LinkedIn uns andere Kanäle zu erschließen? Ja. Und wie schaffen wir es auch vor allem LinkedIn zu hebeln? Also das probieren wir jetzt gerade auch, in welche Richtung kannst du LinkedIn hebeln? Wie kannst du da optimieren und probieren, mit Leuten in Kontakt zu kommen? Wie bekommst du aber auch hin, zum Identifizieren, wer die stillen Mitleser sind? Weil die aktiven bekommst du mit. Aber jetzt mal beispielhaft, ein Post hat 20.000 Views, hat am Schnitt vielleicht 200 Likes, nochmal 40, 50 Kommentare. Ja. Wer sind die anderen 19.800 Leute? Ja. Und das ist so das größte Problem, wo wir haben. Also LinkedIn hilft auf jeden Fall. Ja. Podcast kann ich auch nicht abschätzen, weil wir auch erst bei der 10. oder 11. Folge jetzt gerade sind. Was war deine Entscheidung dafür, das zu machen? Ich hab Bock, mit geilen Leuten zu reden. Ja, geil. Also. Ich merke auch, Interviews machen unglaublich viel Spaß, ne? Und am Ende kann man da ja auch gefühlt egoistisch sein und sagen, nur für die coolen Interviews macht man so einen Podcast, ne? Ja. Also klar, die Leads und so sollen irgendwann auch rüberkommen. Ja. Aber ich glaube, die Leads kommen rüber, wenn ich Spaß habe an den Gästen, mit denen ich spreche, wenn ich geile Fragen stelle, wenn ich geile Insights bekomme, wenn ich die ein bisschen auch vielleicht challengen kann auf dem Datenlevel. Ja. Dann kommen, glaube ich, geile Insights. Dann geile Insights bringen geile Podcasts bringen mehr Zuhörer bringen mehr geile Gäste. Ja. Mehr Flywheel. Geile Gäste ist. Das Podcast Flywheel. Ja. Aber das ist spannend. Also, aber ihr habt nicht irgendwie groß Vertrieb gemacht oder Outreach gemacht oder Direktnachrichten oder so verschickt oder habt ihr sowas gemacht? Noch nie, wir fangen jetzt gerade an, in der Tat. Crazy shit. Ja, also spricht am Ende für eure Arbeit, spricht für eure Präsenz, vielleicht auch im Hintergrund die Empfehlungen, die ihr bekommt. Ne? Du musst ja überlegen, wir haben Stand jetzt haben wir nicht mal alle Referenzen bei uns auf der Seite. Wir haben gerade 8, wenn du gerade hinschaust, ich glaube, wir haben 8 Logos von irgendwie 50. Krass. Ja, ich wollte da ein großes Kompliment auch für eure Webseite aussprechen. Das Ding ist ja richtig schick geworden, ey. Geile Seite. Hör mir auf, das ist mein hassliches Projekt. Ja, so Website-Relaunch habe ich noch nie jemand gehört. Mann, hat das Spaß gemacht. Was ein tolles Projekt, ja. Man lernt immer mehr daraus. Also hätte ich mal auf den Rat gehört, ich mit unseren Kunden immer sag, lasst uns das ganze Lean testen. Ja. Und dann hast du eher so ein kleineres Monstrum draus gemacht. Ja, also Katastrophe. 2 Sprachen direkt gelauncht, komplette Backend-System gewechselt, alles mögliche an Funktionalitäten reingeballert. Dumm. Also. Ja. Ey, aber das Ergebnis lässt sich gut sehen. Ja. Ja, das schon, aber. Wir hätten mit anderen Sachen anfangen sollen, also Sachen wie Referenz und Case Study Seite sind halt für eine Agentur eigentlich die wichtigste. Die kommt jetzt in den nächsten Wochen, sollte dann eigentlich auch mal rauskommen. Ja. Aber. Ey,
Super cool, aber ey, das ist cool zu hören. Also muss ich wirklich sagen, weil ich glaube ja, viele sich auch echt schwer tun in der eigenen Vermarktung irgendwie. Und ich finde das cool, Samu, dass ihr so naiv gefühlt vor 4 Jahren angefangen habt, Content zu teilen. Und ich muss auch sagen, dass ich da immer jetzt so rüberschiele und denke mir so, ey, wie können wir das für unser LinkedIn-Ads-Thema auch so ein bisschen den Leuten zeigen und auch so Insights zu zeigen, wie ihr diese Gegenüberstellung macht. Und dachte mir so, geiler Content, ne? Und dass ihr dadurch einfach ey, so eine Präsenz... Dir. Ey, wirklich, großes Kompliment. Habe ich mir für meinen Urlaub jetzt die nächsten 2 Wochen vorgenommen, mal zu überlegen, na, wie man das irgendwie in unsere Welt transferiert bekommt. Und am Ende echt so eine Omnipräsenz aufgebaut hat, dass wenn die Leute an Conversion Rate Optimierung gefühlt denken, dass sie an Samuel Hess und euch irgendwie denken. Na. Ja, wobei, also da muss man auch sagen, es bin ja nicht nur ich, der auch LinkedIn macht, sondern wir haben ja, Fabi macht was. Wir haben intern eine Person, die uns da hilft, das zu machen. Ich meine, wir posten zwischenzeitlich über... Zwischen 3 und 5 Accounts dürften gerade aktiv sein von uns. Stark. Also, umso cooler zu hören, dass ihr damit eure Erfolgsformel gefunden habt, ne? Und viele Leute, die sich vielleicht in der Vermarktung schwer tun, ey, da ist der beste Beweis, dass man so eine Agentur damit ja über Jahre gut durchfüttern kann, ne? Und jetzt erst irgendwie nach 2,5 Jahren auf die Ideen kommt, ah, wir könnten auch mal proaktiv rausgehen, ne? Weil das ist ja, muss man eigentlich ganz klar sagen, normal, wie eine Agentur gebaut wird. Du hast erst die Kunden, brauchst dann die Dienstleistung. Ja. Bei uns ist gefühlt jetzt, wir haben hier ein fertiges Monstrumsprodukt, wo wir wirklich auf, kann man jetzt, also wenn du es vergleichst, so, ey, wir sind jetzt auch nicht die Agentur, die alles macht und auch alle klein betreuen kann, weil wir haben halt, also, das ist vielleicht ein bisschen komisch an, aber so, wir haben das gebaut, wo die Champions League ist. Ja. So, du fängst dich an, in der Champions League zu spielen, wenn du noch nicht in der Bundesliga auf dem 5. oder 6. Platz bist oder 4. Platz, ich weiß gar nicht, was es gerade ist. Das muss ich auch hocharbeiten. Alles halt jetzt, wo wir, ey, wir haben so ein monstrous Ding aufgebaut, da muss man auch ganz klar sagen, dann musst du irgendwann auch mal proaktiver werden, du musst auf größere zugehen, weil LinkedIn, also das ist halt leider, wie es in den weil die Luft Kreisern da ein bisschen abläuft. Dünner wird wahrscheinlich, ne? Ja. Luft wird dünner, du musst proaktiver werden, musst mehr netzwerken, geht mehr über Netzwerk. Das heißt, LinkedIn gibt einem schon, also muss ich auch so sagen, so gibt einem schon einen guten Kickstart. Aber ich glaube, es ist nicht der einzige Grund, warum wir das geschafft haben. So, wir machen geile Arbeit in den meisten Projekten. So klar sieht mein Projekt, also kann ich auch sagen, so nicht jedes Projekt ist perfekt. Wäre auch mehr als nur unprofessionell, wenn ich sagen würde, jedes Projekt bei uns ist geisteskrank geil, weil das wird bedeuten, dass man ausgelernt hat, nichts dazulernt und nichts besser macht, probiert neu zu machen. Ich wollte gerade sagen, dass am Ende, was ihr auf LinkedIn teilt, ist ja nur die Spitze des Eisberges und alles, was da drunter eure Arbeit am Ende ist, ne, das ist ja am Ende auch das Entscheidende. Gerade auch so Weiterempfehlungsquoten und so, wie viel passiert heute hinter den Kulissen, was man gar nicht mitbekommt, ne? Wo vielleicht wirklich nur, ey, ich habe den mal gesehen und 3 andere Leute sagen, ja, geh so zu Samu, wenn ihr das sozusagen machen wollt. Ne? Vielleicht die perfekte Überleitung. So, was ist heute euer Zielkundenprofil? Wer sind die Shops auf die ihr Lust habt und nach denen ihr sozusagen sucht, die vielleicht sich der eine oder andere hier in dieser Podcast-Folge verirrt und sich sagt, ah, das bin ja ich, na, ich muss mich bei Samu melden. Was am meisten Spaß macht, 12 Millionen Jahresumsatz plus, also alles über 1 Million im Monat, das macht uns richtig Spaß. Wir machen auch ein paar kleinere Projekte, weil wir einfach ein bisschen mehr Stabilität in die Agentur auch reinbekommen wollen. Man muss auch sagen, wir sind schon Boutique-Agentur mit eher weniger Kunden, dafür immer relativ große Kunden. Aber wir wollen jetzt so auch den kleinen Part, den wir jetzt durch das Wertschöpfungskette schon sehr, sehr krank optimiert worden ist bei uns, können wir die abbilden. Es rechnet sich für uns, wenn die Kunden bereit sind, halt gewisse Sachen anzunehmen, die statistische Basics anzunehmen. So, wir können halt einen Test, wenn jemand 500 oder sagen wir so, es gibt auch kleinere Kunden, die wir teilweise betreuen, wenn jemand 300.000 im Monat macht, dann kann der halt nicht erwarten, dass wir in 2 Wochen ein statistisch valides Ergebnis haben. Und wenn das halt klar ist, dann nehmen wir teilweise welche auf, wo es richtig Sinn macht, 12 Millionen Jahresumsatz plus. Ja, verstehe. Also für jeden Shopbesitzer, der in diesen Dimensionen unterwegs ist, ne, weiß jetzt, wo er sich melden kann. Samu, wo trete ich denn am besten in Kontakt mit dir? Ne? Oder welche Quellen soll ich in deinen Podcast reinhören? Ne? Podcast könnt ihr immer gern reinhören, aber nee, Sales bin ich auch nicht mehr zuständig bei uns, das macht mir keinen Spaß. Wo muss man da hin? Bucht euch bei uns auf der Website, ich glaube tripagency.de für alle Deutschen, tripagency.co für alle Englischsprachigen. Bucht euch mit Fabi einen Call. Fabi ist mein Mitgründer. Der ist wahrscheinlich sogar der noch smartere von uns beiden, was die ganzen technischen Dinge angeht. Ich bin mal gut da drin, das ein bisschen zu vereinfachen, was er im Hintergrund so alles verwerkt und baut. Deshalb bucht euch einen Call, hab super Bock drauf. Und danke auch für das Menschen. Also
jeder, der vorbeischaut. Sehr, sehr ja. Vielen Dank. Cool. Ey, Samu, vielen, vielen Dank dir für deine wertvolle Zeit. Na, es war mir eine absolute Freude, ein bisschen hinter die Kulissen der Drip Agency zu gucken. Und ich möchte gerne deine statistischen Modelle nicht so gerne sehen, na, weil ansonsten habe ich das Gefühl, dass meine Intelligenz doch ein Ende hat. Na, ich wünsche euch ganz, ganz viel Erfolg, na, und vielen, vielen Dank dir. Danke dir, habe mich gefreut. Same time next week? Same time next week. All right.